Good morning and welcome to another part of metal detecting in Bavaria on this wonderful Sunday morning, the 20th of September 2020. It's nice and quiet still. A little bit cool, about 9 degrees Celsius this morning, about 8 o'clock. So very nice. And today I'm only going to do a very little pasture in the morning. I saw that it was harvested. And I'm right next to the Straussmühle. You got the cows right there and the farmhouse in the background. So we'll take a look. We're just going to do a test run here. Ja, herzlich willkommen zum neuen Teil von Sonde in Bayern. Wie gesagt, ich bin bei der Straussmühle. Ganz kleine Wiese nur. Und da werde ich jetzt einen kleinen Lauf machen. Es ist schön früh am Morgen. Und dann schauen wir mal. Okay, see you in the first line. Bis zum ersten Punkt. I don't know if you can see it, but there's actually frost. So it was frozen in the at night. So okay. Let's go on the first run. Dann lass uns mal den ersten Lauf beginnen. So the first signal of the day is not a great signal. It's going to be iron. Yeah, 28, 30. Something like that. So let's take a look. Na, der erste Fund, wie gesagt, müsste eigentlich Eisen oder sowas sein. Schönes Signal ist es nicht. Aber schauen wir mal. Very dry ground. Also der Boden ist noch sehr trocken. We've hardly had any rain anyway, also wir hatten auch sehr, sehr wenig Regen. So, it's in the round, ist noch im Boden drin. It's foil and tin foil. Okay, auf den nächsten. Well, by the shape of it going up to the front, it seems to be an old cutlery piece, but it was on a stem. So you can see it was folded right there. Interesting. Very nice. Okay, auf zum nächsten. Wie gesagt, sieht so aus eigentlich wie ein Besteckstück. So als ob hier eine Gabel oder Löffel vielleicht kommt. Aber muss es sehr alt sein, weil es war auf dem zusammengefaltet auf dem Stiel irgendwo drauf. Okay. Auf zum nächsten. So just a piece of pewter or lead, very heavy, but this ground is so dry. Normally these meadows are the swamp meadows and it's like ever so dry and very, very quiet also. Considering these have been meadows or pastures for over 200 years and the farmhouse is just in the background, so not very far away. So I was hoping for more, to be honest, but there you go. God never knows what he'll give you. Ja, wie gesagt, also jetzt habe ich nur ein Stück Art Blei oder Zinn. Aber mich hat halt gewundert, dass es wirklich so trocken ist hier, weil das normalerweise die Marschwiesen sind sozusagen. Da unten ist gleich alles Wasser, Feuchtigkeit drückt normalerweise hier runter vom Berg und so. Und es ist auch so ruhig, es ist kaum was auf diesem Feld drauf oder der Wiese. Obwohl eigentlich das Bauernhaus oder die Mühle gerade dahinter ist. Ich meine, das hier waren jetzt schon Wiesen über 200 Jahre. Ja, okay. Let's carry on.
maybe it'll get better down towards that end. Na, vielleicht wird es ja noch besser da unten. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. So, at least I got my iron ring. Na, wenigstens habe ich meinen Eisenring. And today I'm actually, normally I run with GM Power on my machine. Also normalerweise laufe ich auf Programm 2 GM Power. But today I'm actually running on basic 1 with a lower frequency, so I get more depth. Also heute laufe ich statt normalerweise mit dem Programm 2 GM Power, laufe ich heute mit Basic 1, damit ich mehr Tiefe bekomme, weil es sehr trocken ist und dann komme ich einfach besser im Boden rein mit einer niedrigen Frequenz. Ist zwar dann nicht so viel fein wie mit 17, aber ist egal. Okay, so, let's carry on. Auf zum nächsten, auf zum nächsten. And a little bronze fragment. Bronze ring fragment, I could say. Looks a little bit older, but the patina isn't quite as green for the very old stuff, so not quite sure. Ja, wie gesagt, ein Stück von einem bronzenen Ring. Also die Patina sieht nicht so aus, als ob es aus der Bronzezeit wäre. Normalerweise ist das ein bisschen helleres Grün, aber mit der Erde momentan kann man schlecht sagen. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. And part of a spoon und ein Teil von einem Löffel. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. And the other half of the spoon. Ja, mal die andere Hälfte von dem Löffel. The other part was about in the corner right there. Also das andere Teil war ungefähr in der Ecke da vorne. Also schon ein bisschen weiter weg. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. Interesting tip. Ist natürlich eine interessante Spitze. But it's a pole for directions when you measure something out. So from a measuring pole. Das von der Messstange. Die Spitze. Aber sieht natürlich geil aus, ne? Also. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. That's more like it, because this is actually a fragment from a cannonball from the Napoleonic War. So most likely the last find on the ground is actually one piece of cannonball. Because dining is just down there. Yeah, so cool. Nice. Oh, sehr schön. Das wäre, wie gesagt, ein Fragment von einer Kanonenkugel. Und wir sind ja in der Nähe hier von Deining, wo auch die Schlacht von Deining war. Und auf sowas habe ich eigentlich mehr gehofft zu finden, ein paar mehr davon. Aber wenigstens ein Stück wieder gerettet. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. Wird aber wahrscheinlich das letzte Stück gewesen sein heute. Oder von dieser Genehmigung, weil ich nämlich gleich fertig bin. I'm nearly done with the permission, so. Not much hope of finding more. So that was the end of this permission, but I'm going to go to another permission carry on. So it's still early. So I've got the spoon cut in half, you know, two different pieces. You saw the other, I presume it's some kind of cutlery piece, very small but nice. And the highlight for me is actually, believe it or not, the piece of the cannonball. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir ein paar Sachen gefunden, nicht viel. Das ist auch das Ende von dieser Genehmigung. Ich war aber jetzt noch zu einer anderen, um zu weitersondeln. Aber für mich das Highlight ist eigentlich wieder ein Stück Kanonenkugel aus dem Napoleonischen Krieg. Und ja,
vermutlich ist es tatsächlich von der Schlacht von Deining so. Und das wäre gewesen dann 1797. Ja, okay. Off to next. Or off to the next permission. Ja, dann fahren wir mal zur nächsten Genehmigung. Die hier ist fertig. Ich hätte mir mehr gewünscht, aber es ist halt. So, this permission is done. I was hoping for more, to be honest. But I suppose that's the way it goes. We did find something in the end. So, we'll see how the next permission goes. Also, see you then. Bis dann. So, I've now driven to the other permission. And this is a pretty big permission. And I've been quite a few times on this one. And I got some nice fossils out of this one. So, but, and I'll show you in a minute, there used to be a path that actually would run all the way across this permission and go down into the valley down there. There's a little village right there. And then towards Hornstein along there, because that major road going down there wasn't there until the 1960s, 1970s. So, good possibility we can find something on here apart from fossils. Also wie ich gerade gesagt habe, hier habe ich schon einiges gefunden, auch Fossilien. Da ging früher der Weg ging hier, der alte Weg ging hier hinten lang über die Äcker, also mehr im hinteren Teil. Ich gehe auch ein bisschen weiter nach da hinten dann und an der Kante und dann runter ins Tal und dann haben wir ein kleines Dorf da drüben. Und hier geht es in Richtung Hollenstein, weil diese Straße, die den Berg heutzutage runterging, geht, war gar nicht da bis 1960, 1970. So, dann hoffe ich mal, dass wir mehr wie Fossilien finden. Okay, so see you on the find. So this is the permission, what it looks like without the roads in it. Also so sieht die Genehmigung aus ohne den Straßen. And that's number 7. This is number 7 right here, and you can see the path went actually straight through. So more towards the back. Also mehr im hinteren Teil ging der Weg entlang. And I'm standing actually right here. Also ich stehe jetzt ungefähr genau da, und das ist der Weg eingezeichnet dann. The battery just went dead. And actually it's the original battery from 2015. So, after 5 years, you know, it can, it doesn't hold as good anymore. But I always have reserve with me for the camera, so that's good. Ja, da ist jetzt gerade die Batterie noch leer geworden, aber die ist auch von 2015. Und ja, schauen wir mal. Okay, so let's go and see what we can find and schauen wir mal, was wir finden können. I find, of course, a piece of a fossil. Und das erste, was man natürlich dann findet, ist das erste Stück von der Fossilie. Okay, auf zur nächsten. Auf zum nächsten. Hopefully some metal. Ja, versuchen wir mal ein bisschen Metall aufzufinden. So, the first signal. I hope the wind isn't too bad. It's a 65-83. Jumping all over the place. So let's take a look. Shouldn't be too far away. Might not even need a spade. Brauchen wir vielleicht noch nicht mal einen Spaten.
Okay. Looks like copper. Sieht aus wie Kupfer. Okay, no clue. Keine Ahnung. Auf zum nächsten. I have to dig for this one, but I got my iron ring again. And it's from a cow chain in it. So there you go. Okay, off to next. Oh, some this. I don't know if you can see properly, but this is actually an oyster shell or clamp. So you can see the shell going down there and on the other side too. So this is actually complete shell fossil. Very nice. Ja, sehr schön. Also das hier ist jetzt, sieht so aus wie eine Austernschale. Aber die ist komplett. Also das ist die eine Seite und die Rückseite. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich mit. We'll take that with us also. There's the valley, and there's the top of it. Part of it. Actually goes uphill again along there, but it comes along and then also towards Holmstein. And this road never existed either, so this is new. Also diese Straße hat es früher auch nicht gegeben, aber hier den Blick so rüber, sehr schön. Very nice. Okay, let's carry on the taking. Also lass uns weiter so. And of course my iron ring und natürlich mein Eis. Okay, auf zum nächsten. At last the button. Wenigstens a Knopf. There's actually something on it. But it's very dirty at the moment, so. Ja, da ist sogar was drauf geprägt, also ein bisschen kann man noch sehen. Aber leider ist er sehr dreckig momentan und trocken. I tell you, I'm found hardly anything on here. I'm very amazed, but there you go, never mind. My goal in life must be to make other people happy when they detect with me. Oh god. Oh well. Off to the next, I suppose. Ja, mein Ziel im Leben muss es wohl sein, anderen Leuten glücklich zu machen, wenn sie mit mir sondeln. Aber ich finde es momentan überhaupt nicht. Ist ja fast schon deprimierend. Aber ne. Never mind, let's carry on. Off to the next and keep smiling. Ja, dann machen wir halt weiter und immer schön lächeln. The maize harvest is going on. Ja, und dann ist da die Maisernte voll im Gange. Going like crazy. Very nice. It's going to mean there's another field coming free, getting freed up. Ja, wird gleich noch ein Feld frei gemacht. Okay, let's carry on the tackling und lass uns mal weiter sondern. Und a button und a Knopf. Okay. Now I'm going back to the car and get the Equinox. Ja, jetzt gehen wir dann noch zum Auto und dann gehen wir noch ein bisschen mit dem Equinox. Okay. So, that was it for today. Ja, dann war es das mal wieder für heute. Some iron, natürlich. Und natürlich haben wir Eisen. Bigger pieces, ein paar größere Stücke. Fossils, of course, die Fossilien natürlich. A little bit of modern trash and copper.
and the 2, 3, 4 finds from the field. So nothing really, also abgesehen von den Fossilien, we have a clip, a loading clip. No, but trash, and I suppose. Button is nice. Das Positive ist natürlich dann der Knopf. Der ist schön. Nice head on it and writing. Das ist ein schöner Kopf mit dem Schriftzug. Ja. And that was it. Und das war's dann. So 5 hours detecting and really not a lot to show for. So there you go. Ja, nach 5 Stunden habe ich eigentlich nicht viel zum Vorzeigen. Aber ist nicht so schlimm. Es kommen auch wieder bessere Tage. There'll be better days, of course. So, till the next time, you take good care of yourself and keep smiling. Ja, und bis zum nächsten Mal. Immer schön lächeln. Ciao. Bye-bye.